Anton Tschechow, Der Tod des Beamten. Das ist eine Kurzgeschichte aus dem Jahre 1883, die meiner Meinung nach auf schöne Weise zeigt, wie auch der Untertanengeist und die Angst töten können. Diese Geschichte ist übersetzt von Wladimir Tschumikow. Eines schönen Abends saß der Exekutor Iwan Dimitrich Tscherviakow im Sperrsitz, zweite Reihe, und sah sich durchs Opernglas die Glocken von Cornwy an. Er sah und fühlte sich auf der Höhe des Wohlbehagens. Aber plötzlich, in den Erzählungen kommt dieses aber plötzlich sehr häufig vor. Und die Autoren haben recht. Das Leben ist so voll von Plötzlichkeiten. Aber plötzlich verzog sich sein Gesicht, die Augen gingen ihm über, der Atem stockte, er ließ das Opernglas sinken, beugte sich vor und tschi! Er nieste, wie Sie sehen. Niesen darf jedermann und überall. Es niesen Bauern, Polizeiminister, zuweilen sogar wirkliche Geheimräte. Alle niesen. Tscherviakow wurde auch durchaus nicht verlegen, sondern zog sein Taschentuch heraus und sah sich als ein höflicher Mensch um, ob er nicht vielleicht jemanden durch sein Niesen beunruhigt habe. Da musste er aber doch verlegen werden. Er sah, dass der alte Herr, der vor ihm in der ersten Reihe saß, etwas murmelte und sich Glatze und Nacken sorgfältig mit dem Handschuh abtrocknete. In dem Alten erkannte er den Zivilgeneral Briskalow vom Ministerium der Wegekommunikationen. Ich habe ihn bespritzt, dachte Tscherviakow. Es ist zwar ein Fremder und nicht mein Vorgesetzter, aber peinlich ist es doch. Ich muss mich entschuldigen. Tscherviakow hustete, beugte sich vor und lispelte dem General ins Ohr. Verzeihung, ehrwürdige Exzellenz, ich habe Sie bespritzt, unversehens. Schadet nichts, schadet nichts. Um Gottes Willen, entschuldigen Sie, ich habe es nicht gewollt. Ach, bleiben Sie doch sitzen, bitte, lassen Sie mich zuhören. Tscherviakow wurde wieder verlegen, lächelte blöde und sah auf die Bühne. Er schaute wohl hin, aber mit dem Wohlbehagen war es vorbei. Die Unruhe begann ihn zu quälen. Während der Pause trat er an Briskalow heran, ging etwas neben ihm her und murmelte, seine Schüchternheit überwindend: Ich habe ehrwürdige Exzellenz bespritzt. Verzeihen Sie, ich wollte. Ach, lassen Sie doch. Ich habe es schon vergessen und Sie fangen wieder von neuem an. So sagte der General und zuckte ungeduldig mit der Unterlippe. Vergessen und dabei guckte die Bosheit aus den Augen heraus, dachte Tscherviakow, den General misstrauisch beobachtend. Nicht einmal sprechen will er mit einem. Man müsste ihm auseinandersetzen, dass ich es ja gar nicht gewollt habe, dass das ein Naturgesetz ist. Sonst denkt er noch, dass ich auf ihn spucken wollte. Wenn er es auch jetzt noch nicht denkt, so kann es ihm doch später in den Sinn kommen. Zu Hause erzählte Tscherviakow seiner Frau von seiner Unhöflichkeit. Die Frau fasste, wie es ihm schien, das Vorgefallene etwas leichtfertig auf. Sie erschrak wohl zuerst, als sie aber hörte, dass Briskalow ein Fremder sei, beruhigte sie sich sogleich. Nun, du kannst ja dennoch hingehen und dich entschuldigen, sagte sie. Sonst denkt er, dass du dich öffentlich nicht aufzuführen verstehst. Das ist es ja eben. Ich habe mich entschuldigt. Er war aber so sonderbar. Nicht ein ordentliches Wort. Es war ja auch gar keine Zeit zum Reden. Am anderen Tage zog Tscherviakow seine neueste Uniform an, frisierte sich und ging zu Briskalow, um ihm zu erklären. Im Empfangszimmer des Generals sah er viele Bittsteller und auch den General selbst, der mit der Entgegennahme von Gesuchen schon begonnen hatte. Nachdem der General einige der Bittsteller befragt hatte, hob er den Blick und sah Tscherviakow an. Gestern, im Arkadia-Theater, wenn ehrwürdige Exzellenz sich entsinnen, rapportierte der Exekutor, nieste ich und bespritzte unversehens Ehrwürdige Exzellenz, was für ein Unsinn! Gott weiß, was für ein Zeugs! Sie belieben? Wandte sich der General an den nächsten Bittsteller. Nicht einmal sprechen will er mit mir, dachte Tscherviakow erbleichend. Er ist also böse. Nein, das kann ich so nicht lassen. Ich muss ihm erklären.
Als der General den letzten Bittsteller entlassen hatte und sich in die inneren Gemächer begeben wollte, ging ihm Tscherwiakow nach und murmelte: »Exzellenz, wenn ich es wage, ehrwürdige Exzellenz zu belästigen, so veranlasst mich dazu nur das Gefühl der Reue. Ich habe es, wie Sie selbst wissen, nicht mit Absicht getan.« Der General machte ein weinerliches Gesicht. »Sie wollen mich einfach zum Besten halten, mein Herr«, sagte er, in der Tür verschwindend. »Zum Besten halten?«, dachte Tscherwiakow. »Ja, wieso denn? Ein General und kann eine so einfache Sache nicht begreifen. Übrigens, wenn er so hochnäsig ist, werde ich mich auch nicht mehr bei ihm entschuldigen. Hol ihn der Teufel! Ich werde ihm einen Brief schreiben, aber hingehe ich nicht mehr, bei Gott nicht!« So dachte Tscherwiakow auf dem Wege nach Hause. Den Brief an den General schrieb er nicht. Er grübelte, grübelte und konnte ihn nicht ausgrübeln. So musste er am anderen Tage doch hingehen, um seine Erklärung persönlich abzugeben. »Ich habe gestern ehrwürdige Exzellenz belästigt«, stammelte er, als der General ihn fragend anblickte. »Nicht um ehrwürdige Exzellenz auszulachen, wie Sie zu sagen beliebten. Ich entschuldige mich, weil ich genießt habe und sie bespritzt. Zu lachen aber dachte ich nicht. Wie dürfte ich auch lachen? Wenn wir lachen würden, wo bliebe dann der Respekt vor den hohen Personen?« »Machen Sie, dass Sie hinauskommen!« brüllte plötzlich der General, blau werdend und am ganzen Körper bebend. »Wie?« stammelte leise und vor Schreck vergehend Tscherwiakow. »Pack dich hinaus!« wiederholte der General und stampfte mit den Füßen. Im Magen bei Tscherwiakow riss etwas. Ohne etwas zu hören oder zu sehen, retirierte er zur Tür und auf die Straße, legte sich, ohne die neue Uniform auszuziehen, aufs Sofa und starb.